Was geht ab, Freunde? Willkommen zu meinem Fazitvideo zu den ersten 7 Folgen von der 4. Staffel von Stranger Things. Freunde, erstmal, bevor wir jetzt reingehen in das Thema, Freunde, danke für das ganze Feedback auf die letzten 2 Videos hier auf dem Kanal. Zu meinem ersten Eindruck zu Stranger und natürlich auch zu dem Obi-Wan-Video. Beide wurden sehr, sehr gut unterstützt mit Likes und Kommentaren. Gerne so weitermachen, würde mich sehr, sehr freuen. Natürlich am Mittwoch, Freunde, gibt es dann das Recap-Video zu der 3. Folge von Obi-Wan. Ja, da werden wir auf jeden Fall den wöchentlichen Recap machen. Und dann natürlich, wenn die letzten 2 Folgen von Stranger am Start sind, am 1. Juli sollen sie ja kommen. Dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal so ein Fazit geben zur Gesamtstaffel. Was ich aber schon mal spoilerfrei sagen kann, weil gleich gehen wir so ein bisschen in die Spoiler rein. Nochmal allgemein gesprochen, mein Eindruck hat sich gehalten. Ich finde die Staffel richtig gut, die macht echt Spaß, vor allem dieses Feeling kommt wieder auf. Man hat, man fiebert hier und da mit den Figuren mit. Man hat einfach Bock auf dieses, dunkle Setting wieder und fragt sich halt, was passiert da alles so. Das ist schon geil, das macht Spaß. Ich glaube, für mich persönlich ist aber trotzdem die erste Staffel die bessere. Man weiß ja natürlich noch nicht, was so in den letzten 2 Folgen passiert, aber einfach das Feeling ist einfach da, ja. Und ich lieb einfach die Serie, das macht einfach so Spaß zu gucken. Und vor allen Dingen hat sich das in den meisten Fällen nicht für mich bewahrheitet, dass sie sich vielleicht zu lang anfühlt. Ab und zu 2, 3 Szenen gab es für mich, die kann ich dann, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen weiter ausführen, wo ich mir dachte, so ein bisschen schneller voran, ey, ich will das andere sehen, weil es wurde ja, ich sag mal so, die Leute wurden ja in verschiedenen Gruppen aufgeteilt und mein Interesse war bei anderen Gruppen mehr als bei den anderen. Wenn man versteht, also bei der einen Gruppe war es mehr als bei der anderen, weil das hat ja mehrere Storystränge und da hat mir jetzt nicht jeder gleich gut gefallen, sagen wir mal so, aber ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, wie gesagt, da können wir gleich nochmal ein bisschen weiter rein. Trotzdem, unterhaltsam, macht Spaß und ist auf jeden Fall besser als Obi-Wan bisher. Obwohl wir natürlich mehr gesehen haben, aber auch nur die ersten 2 Folgen haben mir schon besser gefallen als Obi-Wan. Deswegen, auf jeden Fall für mich Stranger über Obi-Wan, denke ich mal. Mal gucken, was bei Obi-Wan noch passiert, wa? Da bin ich auf jeden Fall offen und gespannt, was da, wie gesagt, passiert. Ansonsten war es jetzt so mein allgemeines Fazit und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter rein, Freunde, damit ich mal ein bisschen mehr sagen kann, ja. Also jetzt, ab jetzt, Spoiler gefallen. Also, was ich ja schon gesagt habe, auch beim letzten Video, ich fand es geil, wie du wieder reingekommen bist, dass du erstmal siehst, was machen die Figuren jetzt eigentlich, ja, was machen die Leute, dass auch Elfie, wie kommt die klar mit ihrem, in Anführungsstrichen, jetzt normales Leben, nach dem Verlust von Hopper und dass sie jetzt keine Kräfte mehr hat, wie kommt sie damit klar? Und sie kommt gar nicht gut klar. Und das hat man sehr gesehen. Und das fand ich schon sehr traurig, dass sie auch gemobbt wird. Und dann, als sie die alte kaputt geschlagen hat, quasi mit dem Rollstuhl, dachte ich mir so, ja, man hast richtig verdient. Natürlich, Freunde, wir wissen alle, Gewalt ist keine Lösung. Aber ist ja nur eine Serie, da kann man sie ja schon mal anfeuern. Vor allem dachte ich mir auch, jetzt schlägt mal Mike zu, ob die anderen Leute mal eins auf die Nase geben. Aber dafür sind wahrscheinlich seine Arme zu klein, seine Ärmchen zu dünn. Aber das fand ich auch so allgemein, so die Beziehung zwischen Mike und mit Elfie. Das war so dieses typische Teenie-Drama, wa? Also, da bin ich auch mal gespannt, was da passiert. Übrigens, mein Call, Freunde, mein Call, habe ich auch schon zu Freunden gesagt. Ich glaube, Will ist schwul. Ja, ich glaube, der ist schwul. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch so eine Sache. Ich glaube, dass der wirklich auf Mike steht. Diese ganzen Blicke, die er ihm zuwirft und so. Mal gucken, weil, also mich würde das überhaupt nicht stören, ist mir vollkommen egal, aber ich denke, das könnte vielleicht so ein bisschen noch Würze in die Entwicklung der Charaktere bringen. Wer weiß, ob das passiert, vor allem nachdem die sich ja so geschritten haben, Elfie und Mike. Mal schauen, wie das dann passiert. Ich gehe mal davon aus, und das ist so ein bisschen mein kleines Problem mit der Serie, dass sehr viele Sachen, die da passiert sind, sehr vorhersehbar waren. Für mich persönlich, vielleicht bin ich auch einfach nur übertrieben schlau und könnte mir schon denken, was da so alles passiert. Aber ich gehe mal davon aus, die Storyline, die Gruppe von Mike und den anderen, wird dann wahrscheinlich bei dieser Anstalt oder bei diesem Versteck auftauchen und die fallen sich dann um die Arme, Elfie und er oder irgendwie so wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang gerade oder vorhin schon gesagt, die verschiedenen Gruppen, lass mich da mal drauf eingehen, die verschiedenen Storylines, gerade die von Mike und Jonathan und so weiter. Muss ich sagen, die Serie für mich persönlich hat zu wenig davon gezeigt, die wurden ja auch die letzten 2 oder 3 Folgen gefühlt gar nicht mehr gezeigt und ich fand die allgemein auch nicht so spannend, außer natürlich als sie dann überfallen wurden im Haus, da dachte ich mir auch so, was geht denn jetzt ab, sind es irgendwie, sind es die Russen oder sind es ganz andere Leute, die irgendwie da herausgefunden haben, das fand ich schon interessant, aber dann hat sich das so ein bisschen gezogen, dieser Roadtrip und so, was heißt gezogen, nicht gezogen, aber da war jetzt nicht so ultra interessant, so wie die andere. Mein Lieblingsstorystrang ist auf jeden Fall der um Steve und Dusty Bear und so weiter, das ist auf jeden Fall der spannendste Storystrang. Und dann haben wir noch den anderen Storystrang, wo ich mir so teilweise dachte, kommt man so ein bisschen voran jetzt, weil vieles davon kennen wir doch schon in- und auswendig, ja? Der Storystrang um Elfie, ja? Außer die letzte Folge. Die letzte Folge, die 7. Folge, was da passiert ist, auch da, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich persönlich war das so 100% vorhersehbar, dass er der Böse ist, dass er der Nummer 1 ist und dass er alle getötet hat. Weil gerade auch am Anfang, dieser erste Blick, wenn, wie heißt der Typ, der Vater von ihr, so, dieser ekelhafte Typ, wie heißt der nochmal hier in der Serie, Dr. Martin Brenner war das, glaube ich, wa?
Man sieht, wenn er da reinkommt in den Raum und sie dreht sich um und er sagt so, was hast du getan? Hinter ihr, in dem Zimmer, sieht man direkt in der ersten Einstellung sowieso schon das Loch. Deswegen war es klar, sie hat sie natürlich nicht umgebracht, die Leute. Das war von Anfang an sofort klar, dass er das nicht gemacht hat. Hieß der Brenner? Ihr wisst schon, wen ich meine. Halt der Vater von ihr. Das hat man sofort gesehen und dann war halt nur die Frage, wer war das denn von denen? Und das hat nämlich... Ich weiß nicht, wie es bei euch so war. Das hat mich jetzt nicht überrascht, dass er der Böse ist und dass er so ein bisschen hinterlistig ist. Und es hat mich ehrlich gesagt auch nicht überrascht, dass er dann der, wie heißt er jetzt hier, der Wegner ist. Deswegen, das habe ich schon erwartet. Trotz allem hatte ich Spaß, das anzusehen. Ja, zumindest die letzte Folge. Davor, dieser ganze Storystrang von Elfie, der hat sich für mich persönlich schon ein bisschen gezogen. Auch immer wieder diese Rückblicke mit diesen Experimenten und so weiter. Ich verstehe schon, warum sie das gemacht haben. Sie wollten uns noch ein bisschen die Figur näher zeigen, aber das haben wir doch schon alles gesehen. Wir wussten doch schon, dass sie mehrere Kinder waren. Wir wussten schon, dass sie mehrere Tests unterzogen wurden, dass sie gegeneinander antreten mussten, so mäßig. Das wusste man doch schon alles eigentlich. Und es wurde mir ein bisschen zu oft gezeigt und immer wieder zu wiederholend. Für mich persönlich trotzdem okay so. Ja, nicht schlecht, wo ich dachte, ich kotze jetzt so. Nein, das auf jeden Fall nicht. Aber da dachte ich mir schon... Ey, das kennen wir doch schon. Wir haben es verstanden. Wir haben das doch verstanden. Wir haben das doch schon alles mitbekommen, dass sie da gelitten hat, dass sie da, dass die ganzen Kids da irgendwie, Experimente machen mussten und komische Tests und so weiter und dass ihr ganz ekelhafte Leute seid. Das wussten wir vorher schon. Dass das nochmal gezeigt wurde und nochmal ein bisschen mehr Hintergrundinformationen vielleicht über die ganze Anstalt geben sollte, das verstehe ich schon, aber das ist vielleicht wirklich der Punkt, wo ich sage, das hat sich so ein bisschen gezogen angefühlt, aber nicht schlimm oder sowas, ja. Trotzdem war das spannend. Was mir auch so ein bisschen gefehlt hat, ja, wo ich auch sage, das könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen, das wird wahrscheinlich dann in den letzten zwei Folgen passieren, dass die Bedrohung noch ein bisschen, sie ist auf jeden Fall allgegenwärtig so, sie ist natürlich das Hauptthema, sie müssen irgendwie versuchen, vor allem auch Max zu befreien und so weiter von dem ganzen Ding. Aber ich hätte gerne noch mehr von dem Monster gesehen, von Wegner mehr gesehen, dass sie mehr in Action ist. Aber das wird wahrscheinlich dann passieren. Eine Frage zu Verständnis, vielleicht wisst ihr das. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich habe das so verstanden und ich habe da auch schon mit Freunden drüber geredet. Diese ganze Wegner-Sache, die wurde ja am Anfang relativ schnell so in die Richtung geschoben, dass Leute nur befallen werden oder vorzugsweise befallen werden, die ein Trauma haben. Das heißt, die Cheerleaderin, dann der Typ von der Zeitung, ich habe den Namen jetzt nicht gemerkt, war ja auch für Nancy vollkommen egal, der Junge übrigens ist vollkommen egal, das war ihr so scheißegal. Dann Max, die hat natürlich auch ein Trauma, also die drei Leute haben alle ein Trauma und dann am Ende wird der Nancy gefangen mit dem Aufhänger wegen Barbara. Aber der Barbara-Tod, das hat doch überhaupt keine Rolle gespielt für sie. Das war doch überhaupt kein Trauma. Also wenn ja, dann hat man das nicht mitbekommen in der Serie. Das fand ich ein bisschen komisch. Und da zum Verständnis, ist das jetzt wirklich der Aufhänger, warum sie da gefangen wurde oder da reingekommen ist von ihm? Weil das Trauma ist und wirklich jede Figur, die da reinkommt, muss ein Trauma haben? Oder wurde es einfach nur so suggeriert durch die Untersuchungen, ja, auch bei der Psychologin und so weiter? Das hat ja der Max so sich selber zusammengebastelt, diese Theorie. Ist das so oder... Klärt mich da gerne mal auf, weil da war ich ein bisschen komisch, also war ich ein bisschen irritiert, sag ich mal, weil, also, klar, ihre beste Freundin wurde getötet, aber das hat jetzt nicht eine riesen Rolle gespielt in der Serie. Es sei denn, ich habe das absolut nicht mitbekommen, aber das hat keine riesen Rolle gespielt, nicht annähernd so wie der Verlust von Billy für Max, nicht annähernd. Und es war ja auch ihre beste Freundin, aber währenddessen hat sie ja lieber mit Stevie Boy gebumst. Übrigens, Freunde, Steve ist immer noch der Beste. Steve ist der Beste, Dusty Bear ist der Beste und Hopper ist der Beste. Das sind meine Top 3. Leider ist Billy, obwohl Billy, die Szene, ja, die war ganz cool. Die war echt ganz cool, weil Billy, Bademeister Billy ist einfach der Beste. Ohne Scheiß, dieser Schnurrbart, einfach top. Was soll ich sonst noch sagen? Warte mal, wir haben ja sogar noch eine dritte Storyline. Eine vierte sogar. Mit Hopper und mit Murray und Joyce und so weiter. Und auch da, zum Verständnis, Freunde, von Staffel 3 zu Staffel 4 ist doch ein Jahr vergangen, oder? Also auf jeden Fall einige Monate und Wochen. Was ist mit Hopper passiert währenddessen? Der war doch die ganze Zeit bei den Russen, weil es kam so rüber, erst ab dem Punkt... Wo die Staffel losgeht, wird er geprügelt und wird er da gefoltert von den Russen und so weiter. So kam es irgendwie so ein bisschen rüber. Oder habe ich das auch falsch verstanden? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es kam so ein bisschen komisch rüber, weil er wurde da eigentlich direkt sofort gefangen genommen, ne? Als er da aus dem Loch gekommen ist. So kam es zumindest rüber. Und das waren ja einige Monate oder sogar ein Jahr, glaube ich, wa? Ich weiß nicht. Aber trotzdem, Hopper, der Beste. Vor allem auch, wie heißt der Schauspieler? Der andere, der Russe, der ihm hilft, der hier, der Deutsche. Wie heißt der nochmal? Aus Game of Thrones. Ragnar Gar, nee, wie ist der noch? Ist ja auch egal. Top. Auch fand ich schön. Fand schön anzusehen. Und auch da war schon zu sehen, ey, okay, alles klar, da ist irgendwas los. Da ist irgendein Monster, was sie da versteckt haben. Das hat schon Spaß gemacht. Obwohl auch da,
Nee, obwohl nicht. Also Hopper und der Russe, das fand ich schon interessant. Was Joyce und Murray gemacht haben, das hat sich auch ein bisschen, das hätte auch ein bisschen schneller zu Potte kommen können, finde ich persönlich für meinen Geschmack, aber auch nicht störend oder sowas. Aber irgendwie, wenn es ein bisschen knackiger erzählt worden wäre, hätte ich es, glaube ich, ein bisschen besser gefunden. Vor allem auch dieser Flugabsturz und das Rumgehampeln mit dem anderen Russen da. Das hätte man ein bisschen schneller abziehen können. Aber Murray's Szene, wenn er da versucht, da Karate zu machen und so, das ist irgendwie so, das ist so, dieser dämliche Slapstick-Humor, da muss ich immer wieder lachen, weißt du, wenn so Leute so tun auf krass und dann macht er seine Handkantenschläge, das fand ich schon sehr schön. Auch vor allen Dingen dann am Ende in der letzten Folge dann hier den Demogorgon wiederzusehen. Das hat schon Spaß gemacht. Ja, also wie gesagt, die Staffel ist echt spaßig, die macht echt Spaß, aber hier und da hätte ich mir so ein bisschen mir einen anderen Gang gewünscht oder so ein bisschen knackiger erzählt oder noch ein bisschen spannender in Sachen dunkle Bedrohung, weil dieses Upside Down wieder zu haben, das fand ich top so, das macht echt Spaß, aber ich hätte mir so ein bisschen mehr noch in der Welt gewünscht und vor allen Dingen muss man ehrlich sagen, jetzt so im Nachhinein, der Trailer hat doch schon wieder gefühlt alles gespoilert, oder? Also dass man schon im Trailer selber sieht, wie die da im Fahrrad in Upside Down durch die Gegend fahren, die Truppe. Keine Ahnung, heutzutage darf man sich wirklich keine Trailer mehr reinziehen. Ne? Das ist unfassbar. Also es war so klar, dass sie da durch die Gegend fahren und alles. Man hat das schon alles im Trailer gesehen. Da möchte ich noch ein bisschen mehr sehen von der Vecna-Story. Und ansonsten, was fällt mir noch so ein? Ach ja, Freunde, oh, von dem möchte ich auch unbedingt mehr sehen. Von Eddie. Ey, Eddie fand ich voll geil in den ersten beiden Folgen. So richtig geil abgedreht, richtig so psychomäßig. Top gespielt von dem, ja. Wirklich top gespielt. Von dem möchte ich gerne mehr sehen. Das war irgendwie so schade, dass er gefühlt keine Rolle mehr gespielt hat. Klar hat er sich versteckt, dann macht ja auch Sinn so. Aber trotzdem hätte ich da mir gerne mehr gesehen. Und sich, warte mal. Ich sehe gerade in der Besetzung von den Leuten, Victor Creel wurde gespielt von Robert Englund. Also dem Darsteller von hier Freddy, der mit der Clown. Der spielt den. Ach, gar nicht erkannt, Alter. Krass. Wen fand ich noch top? Agile ging so, er ist halt ein typischer Kiffertyp. Und ansonsten, ja, also wie gesagt, Dusty Boy ist der Beste. Steve ist wirklich der Beste. Wenn die zusammen die Szenen haben, deswegen fand ich die Staffel 3 auch so geil, ey, das war so lustig mit den beiden. Und immer noch top. Mike ist irgendwie so eine Pflaume irgendwie in der Serie bisher. Will, auch wie gesagt, ich glaube, der ist wirklich schon, der steht irgendwie auf Mike. Bin mal gespannt, was da noch so passiert, ob das irgendwie so ein bisschen noch zu Konflikten sorgt oder wie die Leute damit klarkommen. Vielleicht irre ich mich auch komplett. Lucas, so, ja, am Anfang so der Typ, der versucht, cool zu sein und dann doch wieder auf die richtige Seite quasi kommt. Max fand ich eigentlich auch ganz gut so, wie sie das gespielt hat, dieses Ding, dass sie, darunter leidet. Auch die ganze Briefsituation und auch an dem Grab und so, die Szene, wo sie dann in die Luft gehoben wird, das fand ich schon eine starke Szene. Und, ansonsten Nancy. Ah, Nancy geht so, ehrlich gesagt, ist jetzt nicht so interessant, was sie da so macht. Jonathan auch komplett, also Jonathan ist, glaube ich, eine komplette Enttäuschung in der vierten Staffel, weil der macht da eigentlich gefühlt gar nichts, außer dass er die kifft und wirklich, also könnte, glaube ich, auch Michael Jackson spielen, so wie der aussieht. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, keine Ahnung, der hat so ein eingefallenes Gesicht, ich sehe das auch hier gerade bei der Besetzung, der hat so ein eingefallenes Gesicht, warum eigentlich? Ansonsten, Robin mag ich jetzt auch nicht sonderlich und ansonsten, glaube ich, reicht das erstmal. Ja, ey, macht Spaß. Ich bin sehr gespannt auf die letzten zwei Folgen. Es kommt ja auf jeden Fall auch noch eine weitere Staffel. Ich glaube, das ist dann die letzte. Ich glaube, die fünfte soll die letzte sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Es kommt auf jeden Fall noch eine Staffel. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Und hat Spaß gemacht. Aber wie gesagt, für die letzten zwei Folgen, obwohl, das hat man ja schon gesehen, dass es da dicke Action gibt. Und ich bin gespannt, wie sie da rauskommen. Und vielleicht trauen sie sich ja sogar, den einen oder anderen zu töten. Ne? Wer weiß, vielleicht trauen sie sich das ja sogar. Ich bin echt gespannt. Hat Spaß gemacht. Und top, einfach Stranger macht einfach Bock, Alter. Ich habe sogar direkt überlegt, die erste Staffel nochmal zu gucken, ohne Scheiß. So, jetzt habe ich schon wieder genug gelabert, schreibt mir, wie gesagt, gerne nochmal euer Fazit in die Kommentare. Ich fand's top, ja, hat Spaß gemacht, aber hier und da so ein, zwei Punkte hätte man aus meiner Sicht vielleicht anders machen können, aber das ist ja auch nur meine Meinung, aber ansonsten hat Spaß gemacht. Was haben wir denn dieses Jahr schon gesehen? Oder was habe ich dieses Jahr schon gesehen für Serien? Ich guck mal ganz kurz. Aber ich glaube bisher auf jeden Fall die beste Serie des Jahres, die ich gesehen habe. Ich guck mal ganz kurz. Ich schreibe mir das nämlich schön immer auf. Auf jeden Fall besser, viel besser als Boba Fett. Klar, auf jeden Fall besser als Boba Fett. Und ansonsten, was habe ich denn noch gesehen? Ja, eigentlich gar nichts.
sonst nur Animes, sehe ich gerade auf der Liste. Sonst nur Animes. Okay, gut, das war's jetzt aber wirklich auch schon wieder viel zu lange gelabert. Apropos Animes, folgt mir auf Sauberu, meinen anderen Anime-Manga-Channel. Und das war's. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da, haut rein und tschüss.